If you need me, you know where I'll be. Hi! Oh, guck mal hier, oh mein Gott! Fraktion. Die Münchner! Ja, immer schon nicht uns. Herzlich willkommen nochmal. Ja, danke, Valia. Also ich bin eigentlich ja, angenehm überrascht. Die Küche ist sehr modern, die Küche ist professionell. Okay, er ist Koch, also er wird schon wissen, was er macht. Der Rest, man kann sehen, der gute Mann kommt aus Gaggenau, der kommt aus dem Schwarzwald. Das sieht man auch drinnen an der Kuckucksuhr und hier an dem kleinen Stübli hinter uns. Und das werden wir jetzt gleich ein bisschen umbauen, damit wir hier ein perfektes Dinner machen können. So, pass auf, Achtung, wir kommen, wir gucken. Wir gucken, wart. Erstmal hier rein, da. Da, darum. Du bist der Stärkste, darum. Ihr seid gut, Jungs. Ihr seid gut. Ja, guck, ich übernehme Verantwortung. Ich habe die beste Versicherung für Sachschäden. Auch in Dubai? So. Ist das schwer? Oh, geht's. Ja, ich hör's so. Kunststoff ist es nicht. So, hier, in die Mitte. Sehr gut. Ich glaube, die kann man da ausziehen. Ja, das machst du. Ich komm mal rein. Okay, da hast du recht. Ausziehen macht der Chef selber. So, hier habe ich den Wein hingestellt. Ich habe alles eingestellt. Das ist in Saudi-Arabien und im arabischen Raum ist das gang und gäbe. Der Mann mit den Jungs, hoch das Wasser und die Frau in der Küche. Schnibbeli, schnibbeli. Okay, dann ziehen wir hier doch nicht hin. Hat sich das schon wieder erledigt. Herr Geis, jetzt haben Sie sich selbst ein Eigentor geschossen. Ist nicht scharf. Ja, danke. Nein. Robert? Aber natürlich muss Papa wieder alles trainieren mit seiner Schärfe. Moment. Eigentlich sagt man ja immer, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber in dem Fall ist es so. Es wird so heiß gegessen, wie es gekocht ist. So, jetzt geht's los. Ja. Warte, ich brauche noch Zebra wie schon weg. Heiße Nummer hier. Ja. Jetzt geht's los. Ja, Kochen ist immer verbunden mit etwas Schwitzen. Mit Schwitzen? Oh, das sieht aber gut aus. Ein hervorragender Red Snapper. Gut. Ja, klar. Bis auf der Unterarm, der verbrannt ist. Hey Leute, ihr müsst das schon wegmachen. Es ist verdammt heiß. Mein Unterarm ist schon verbrannt. Ach, guck mal, wie lecker der aussieht. Doch. Hier, da steht doch was, da kam. Siehst du das? Red Snapper. Guck, so. Das ist der einheimische Fisch. Papa, du bist sehr schön. Der ist aber was blass geworden. Warum ist wow. Das jetzt so blass? Michael, warum hast du hier eine Kamera? Und das heißt, deine Freundin sitzt jetzt in China und die sieht uns. Hallo. Meine Frau. Ah, deine Frau, sorry, deine Frau. Also wir begrüßen mal die Frau. Hallo, Grüße nach China. Hallo. Boah. Leute, vielleicht soll ich mir doch mal ein bisschen Eis da drauf tun, ne? Ja, da drin aber. Irgendwo war das Eis. Also wie gehe ich jetzt damit um? Ist ganz einfach. Ich tue jetzt ein bisschen Eis drauf. Ich mache jetzt ein bisschen Drama. Wobei, das Drama wird, glaube ich, ein bisschen groß im Moment. Aber wir warten mal ab. Ansonsten lasse ich mich gleich von der Carmen gesund pflegen. Wir haben ja noch eine Nacht Zeit bis morgen früh. Kann die Frau kann ja noch was tun, ne? Und wir gehen jetzt morgen auf Suche, gucken uns das eine oder andere noch an. Haus am Strand, Wohnung am Strand. Also irgendwas muss es auf jeden Fall am Strand sein oder am Meer. Nina, was sagt ihr denn zu Dubai? Wollt ihr nach Dubai? Wie gefällt euch Dubai? Also ich würde auch sagen, dass wir sowieso nie nach Dubai ziehen werden, weil Mama und Papa nur Winterzeit da hingehen können, weil Sommer ist halt viel zu heiß. Genau, das stimmt. Da hat sie ja recht. Wir wollen ja jetzt nicht wirklich nach Dubai ziehen. Nein. Wir möchten wirklich... Ein Winterquartier wahrscheinlich. Ne? Ja, so wie damals Kitzbühel war. Wir haben große Türen, da kommt man mit dem Rollator perfekt durch. Wir haben Rollatoren, die sie verkaufen, die sind mittlerweile selbstfahrend. Das heißt, den programmiere ich ein, ich gehe nach Dubai Mall
Dann sagt er, okay, Robert, wann willst du aufstehen? 10 Uhr. Um 10 Uhr fährt der Rollator mit mir los. Wenn ich sage, ich muss abends um 6 Uhr wieder zu Hause sein, dann gibt es Abendessen, fährt er mit mir um 6 Uhr wieder zurück. Genau. Dann stoppt er vor dem Laden, wo ich vielleicht gerade rein will und sagt, Robert, jetzt geht's nach Hause, ab, dreht rum, ab durch die Mall geschossen, ich fliege dahinter und dann geht's ab nach Hause, damit ich auch pünktlich zum Abendbrot zu Hause bin. Also, Prost, Leute. Also, wir werden sehen, wir werden auf jeden Fall hier ein paar Quadratmeter kaufen und wenn es ein bisschen Wüstensand ist, irgendwas geht hier weiter. If they not friends have consequences, cool.